Bei fast allen Apple-Produkten wie dem iPhone, wie dem iPod, dem MacBook oder dem iPad sind schon seit Ewigkeiten Apple-Sticker dabei im Lieferumfang. Diese sehen dann ungefähr so aus wie die. Diese gibt es aber auch in verschiedenen Größen und auf verschiedenen Papieren und sind meistens immer in dem kleinen Kästchen neben den bei den Bedienungsanleitungen dabei. Doch was hat es eigentlich mit den Apple-Stickern auf sich? Genau das beantworte ich in diesem Video. Lasst doch gerne ein Abo da und ein Like und schließt euch unserer noch kleinen Tech Brothers Community an. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten, der dazukommt. Wir reisen einmal ein bisschen in der Zeit zurück. Bevor Apple das iPhone vorgestellt hat, das iPad oder auch den iPod, gab es nur den Mac in der Produktlinie von Apple. Und schon damals hatte Apple eine sehr treue und loyale Community. Andere Tech-Firmen wie Microsoft, Google oder IBM hatten nicht solche treuen Fans. So war es beispielsweise früher üblich, dass viele Apple-Fans in Computerläden gewartet haben auf Kunden und neben der Konkurrenzmarke standen, um Kunden dann den Apple Mac zu empfehlen und zu einem Kauf zu raten. Diese treuen Kunden machte sich Apple dann natürlich zunutze und die Apple-Sticker waren dadurch eine Möglichkeit von. Apple-Sticker konnten überall angebracht werden und sind eine Art Statussymbol. Durch sie kann jeder Kunde öffentlich sich outen, dass er Apple-Fan ist und die Produkte liebt, die Apple vorstellt und auch in der Produktlinie hat. Es ist eine Möglichkeit, Apple zu unterstützen als kleine Tech-Firma. Denn damals, in den 1980ern, als Apple halt den ersten Mac vorgestellt hat, waren sie eher eine kleine Tech-Firma im Vergleich zu IBM und mussten sich hochkämpfen. In den 90ern war es sogar so, dass Apple fast bankrott gegangen ist. Deswegen brauchte Apple die Unterstützung umso mehr von ihren Kunden. Die Apple-Sticker waren natürlich dabei eine kostenlose Werbung. Sie können auf Autos geklebt werden, auf Rucksäcke oder sonst irgendwo und konnten von allen gesehen werden. Das ist natürlich ein sehr einzigartiges Marketing von Apple, dass sie nicht so viel auf die Werbung setzen, sondern auf das gesprochene Wort innerhalb einer Gesellschaft, das gesprochen wird über die Apple-Produkte. Die Apple-Sticker sind dabei vergleichbar mit dem Apple-Logo auf den MacBooks. Diese sind natürlich auch sehr auffällig und wenn man irgendwo mal in eine Uni schaut oder in einen Hörsaal, dann sieht man da überall den leuchtenden Apple-Logo. Na gut, neuerdings ist der Apple-Logo ja ausgetauscht worden durch diesen glänzenden Aluminiumapfel. Aber das ist natürlich auch ein sehr hohes Wiedererkennungsmerkmal, was Apple immer wieder durchzieht und immer wieder neue Wiedererkennungsmerkmale schafft. Denn wenn man jetzt im Café ist und einen leuchtenden Apple-Logo sieht, dann weiß man direkt, aha, das ist ein MacBook. Heutzutage hat Apple natürlich nicht mehr so die Apple-Sticker nötig und auch diese Werbung. Denn Apple ist die größte Tech-Firma und das wertvollste Unternehmen der Welt. Und die Produkte sind überall auf dem Planeten sehr weit verbreitet. Da haben sie es nicht mehr nötig, über Apple-Sticker beizulegen. Doch es ist auch eine kleine Tradition, dass die Apple-Sticker in der Beilage beilegen und dass man die Möglichkeit hat, sich selber auszusuchen, wo man diese Apple-Sticker denn hinklebt. Ich hoffe, das Video konnte euch aufklären, warum Apple die Apple-Sticker in die Beilage legt und warum die Apple-Sticker auch so wichtig waren für Apple und Apple den Apple-Stickern auch viel zu verdanken hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.